sind hier beim Proving Ground Events von Don't Let the Label Label You! Ja, Mann, und ich darf hier dieses Main Match hosten. Fühle mich ein bisschen geehrt, weil ich sonst immer eigentlich hinter der Kamera stehe, diesmal vor der Kamera. Aber kommen wir direkt zum Kontrahenten auf meiner linken Seite. Das letzte Mal gegen J-Stone angetreten beim letzten Proving Ground Event. Ansonsten auch bei FOB abgerissen, vor allem gegen Goyner. Macht mal Lärm für Rolling G! Yeah! Und per Münzwurf entschieden, dass der Dude auch zu meiner Rechten anfängt. Auch jetzt die letzten Battles bei FOB gehabt, zuletzt gegen Celine richtig abgerissen. Macht mal Lärm für J-Pain! Yeah! Voice Crack sein Vater, deswegen seid auch ihr mal alle leise. J-Pain, yalla. Wer hat Lust auf einen sportlichen Wettstreit, bei dem ihr Respekt vor der Menschenwürde hat? Glück gehabt. Ey, yo, Berlin! Yeah! Erstes Mal Diltili. Direkt Main Match. Danke an mich. Denn an den hässlichen Spaß liegt es nicht. Hör auf zu behaupten, du hättest Sex mit Groupies. Dein Leben läuft offensichtlich beschissen. Junge, du siehst aus wie das verstoßene Stiefkind von dieser Missgeburt von den Goonies und der Rollstuhlfahrer von Little Britain. Ja, ich weiß. Nein, nein, nein. Du siehst aus wie die hängengebliebene Version von Tollschock. Also wie Tollschock. Was für Rolling G. Du Fischauge nenne ich lieber Rollmops. Hey, heute, da kommen Bars für die Bällchen in die Hölle kommen. Ich hoffe, du sitzt bequem, denn heute werden Köpfe rollen. Ich habe gegoogelt. Du bist gar nicht behindert. Du bist andersfähig. Und ich bin nicht asozial. Ich bin anders eklig. Vorbei mit funny reactions à la haha, hi, hu. Ab jetzt wird reacted mit Denn Ramos liebt schwarzen Humor, denn er findet PC lame. Ich zieh den Spaß aus seinem Stuhl und fahr selbst. Rolling GTA. Mensch gewordene Schubkarre. Wie willst du Stifte vergleichen, wenn du kaum einen halten kannst? Und er so, guck, ich nehme meine starke Hand. Vor mir sitzt eine hohe Prominenz. Er fragt, can I kick it? No, you can't. Denn die Art, wie ich meine Runden kick, ist kein Selbstporträt, aber eine Kunst für sich. Ich bin keiner, der Salz in eine Wunde kippt, aber Mister, bitte disst mich eklig, will es unbedingt. Heißt, heute Ignoranz für jeden Hundeblick, wenn ich punkten will. Gleich geradeaus in deine Fresse, kein Schulterblick. Zeig, dass sich jemand Zeit für deine Mutter nimmt. Heißt, nach ein bis zwei Drinks sind wir unterm Tisch und danach mache ich deiner Mom endlich mal ihr erstes gesundes Kind. Aber Rolling G will hoch hinaus, Boeing G. Deine Battles sind Trolling G, bestehen zur Hälfte aus Choking G. Du willst nach oben, wohin G? Komm, ich schieb dich durch die Mitte hin zur Spitze. Komm, wir spielen Bowling G. Aber okay, ich merke auch gerade, die Rollstuhlwitze nehmen langsam exorbitante Ausmaße an, wie Papi Schlauchs Kehlkopf. Aber ich sehe das so wie deine schwangere Mutter damals beim Schnaps trinken. Einer geht noch. Ja, ich weiß, ich bin klein. Aber mich dafür zu dissen, wäre ein unglaublicher Fehler. Ich bin vielleicht klein, aber wenigstens bin ich ein laufender Meter. Hey, und mach mal dafür die erste Runde! Schön vorgelegt von J-Pain, erste Runde, Rolling G. Hey, yo, keine Angst, ich fang gleich mit dir an, J-Pain. Ein Man-Match bei Proving Ground. Danke, James. Junge. Was schreibst du bitte für dumme Sachen? Rhetorikstudenten wie Hiding John starten Petitionen, um dich stumm zu klatschen. Mein Kopfhörer wette gegen den Sensei of Pen Game. Das muss ich ihm direkt erzählen. Er hörte dich Cake so reden. Seine erste Intention war es, sich aus Protest mal eben eine Warnweste anzuziehen und auf deiner Seite festzukleben. Nur weil du Fremdwörter kennst, ist das noch lange nicht Kafkaesk, du Esel. Freundchen, warte. Dein größter Gegner bin nicht ich, sondern die deutsche Sprache. Es folgen von dem Boy Zitate. Battle Rap ist für J-Pain mehr so haha und huhu. Und weil Celine und ich schielen, gewinnen wir, ich sehe was, was du nicht siehst, gegen Uhus. Wenn ihr euch denkt, jetzt ist gut, Dude, ihr kriegt Linguistik und Flieg, wenn ihr ihn bestellt. Weil Celine sich schminkt, ist sie ein Lidschatten ihrer selbst. Dicka, jetzt weiß ich, warum du vor Stehlampen deine Texte kickst. Ein Gegenstand kann dir beim Üben nie sagen, wie wack das ist. Gegen Kaliber kriegst du druckvolle Strophen. Sagst jedes Mal, wenn er schießt, ist das ein Schuss in den Ofen. Oder jetzt wird die Nutte zerstört, er hat den Schuss nicht gehört. Grenzdebiler Scheiß. Für dich ist das ein Scheme, ich weiß. Versteht ihr? Schuss, weil er Kaliber heißt. Ist das dein Ernst, du Affe? Deine Ghostwriter sitzen in der ersten Klasse. Du weißt,
Du heißt Jill Payne, dicker gute Idee. Die scheiße Idee, du rappst, tut beim Zuhören weh. Intellekt kann man sich nicht runterladen. Bezeichnest dich auf Insta als Platon in seinen jungen Jahren? diese Metaphorik soll dir den Weg zum Erfolg ebnen. Dich meinte Platon willkommen, als er sagte, lerne zuhören und du wirst einen Nutzen ziehen von denen, die dummes Zeug reden. Aber ist schon okay, mein Bro. Wenn Denken die Sprache der Seele ist, dann bist du seelisch tot. Es ist gut, über Dinge klar nachzudenken, sagte der Philosoph zugleich. Aber was denkst du dir, wenn du so Lines schreibst? Wie tief deine Lines gehen, ist unglaublich interessant. Gegen Neodin sagst du, ich bin nicht schwul. Nur weil deine Mutter aussieht wie ein Mann? Zu krass. Ein paar Battles später heißt es, dass ein paar Mal Lutsch noch nicht schwul macht. An deinem Vokabular wird deutlich, welche Einschränkungen du hast. Freu dich auf Round 2, Spaß. Time. Yeah! Erste Runde Rolling G, jetzt kommen wir zur zweiten von Japan, let's go! Wem meine erste Runde ein bisschen zu hart war, heult bitte nicht rum. Das hier ist ein Battle. Ich bin gekommen, um zu killen. Die Triggerwarnung gibt es nicht ohne Grund. Das hier ist Proving Grounds. Beweise liegen auf dem Boden in der Masse, weil ich eine Leiche im Bodybag hinterlasse. Wenn ich an meinen Texten feile, ist es wie, als ob ich meine Messer schleife. Denn meine Lines, die brechen Beine, die zerstechen Reifen. Aber manchmal kann ich nicht anders, als Respekt zu zeigen. Denn Gramos, er fand Halt im Leben durch Battle Rap. Seine Familie erzog ihn so, dass er sich im Kopf keine Grenzen setzt. Aber außerhalb vom Kreis, da erlebt er Schreckliches. Vorurteile in den Köpfen anderer festgesetzt. Schicksalsschläge weggesteckt. Verweigerung vom Menschenrecht. Aber seine Tragödie kulminierte letzten Endes dieses Jahr im Endeffekt. Rolling G featuring Echo Fresh. Ja, ich weiß, Aktion Mensch, korrekt, aber mit so einem Knecht? Bro, Echo. Echo ist eine Werbehure, die für alles und jeden Tracks recordet. Willkürlich. Der macht Werbung für Wodka Gorbatschow und Captain Morgan. Ich sag keine Buddies, was sagst du? Du bist ihm doch egal. Darfst du überhaupt besoffen fahren? Aber nee, egal, komm. Ecke macht wirklich Werbung für jeden Scheiß. Ayildiz, Müllermilch, VW, Demdem Chai. Doch am schlimmsten sogar mit deinem Erzfeind. Die Bahn. Ja, der hat sogar einen Song für die Bahn gemacht. Das ist ein Fakt, den man nicht so leicht pariert. Könntest du über Bahn fahren, wann du willst, weil das der Fakt, der dich aus der Bahn wirft. Der macht einen Song für die Bahn. Das ist nicht mehr gelogen. Und wisst ihr, wie der Song heißt? Der nennt den Shit auch noch Rollin'. Rollin', also, ihr wisst schon, ohne G, weil an G hat er dabei nicht gedacht. Und jetzt, sorry, war nicht gut, ich fand einfach nice. Und jetzt wurdest du zum Werbegesicht, trägst deren Branding fast wie ein Face-Tattoo. Weißt du nicht, wo wir hier sind? Das hier ist Don't Let the Label Label You. Aber komm, feier dich für dein Feature mit Egg. Doch vergiss nicht, wie er tickt. Feier dich als Testimonial, wenn es für dich das Richtige ist. Feier dich für deine zig Millionen Klicks. Ich brauch das nicht. Keine goldene Hochzeit, doch heute feiern alle 5-0 für mich. Zeit. Ja, mach mal leer! Zweite Runde Japan. Sag nichts gegen Echo, Bruder. Zweite Runde Rolling G. Wir wissen jetzt, ich werde dich klauen zerfetzen. Junge, nur Bastarde fragen nach Crowd Reaction, Alter. Okay. Wir wissen jetzt, du bist literarisch schon immer im Lockdown gewesen, aber was hat dich dazu gebracht, so hochgestochen zu reden? Blicken wir auf dein trottliges Leben. Aufgewachsen in Hanau, Randbezirk, weg aus Rumänien, dachte, es ist anders hier. Mein Sohn verhält dich wie sie und guck, was dann passiert. Verkauf deine Kultur, musst deinen neuen Weg bestreiten, kein Ausländer. Ab heute wirst du hier Andreas heißen. Pass dich an, adaptiere deren Sprachgebrauch. Dann fällt dein komischer Nachname gar nicht auf. Aus dem Elend ist unsere Familie gerade raus. Wenn du gut Deutsch sprichst, fragt dich hier niemand, ob du Kupferkabel klaust. Also war er geboren, der integrierte Bro vom Block. Keiner sprach mit ihm, weil er Fetzer komisch roch. Kann nichts dafür, Mama hat so gekocht. Und weil komisch riechen die Jungs länger nicht ficken, fängst du an auf Hentais zu wichsen. Der Bruder hat die Kultur gedickt. Was, Wolf? Du warst der Erste hier mit Dual-Disc. Habt euch von Nami und Robin Nutz geschickt. Bald dachte man sich, was macht der Andi denn da? Kommt das erste Mal und ruft, Kame, Hame, Ha! Auf einmal, der erste Freund seit längerem hier. Bist nicht Naruto, aber hast plötzlich Schwänze in dir. Dein Kopf so, das Wichtigste ist, dass ich nicht alleine bin. Mit Wichse im Haar sehe ich aus wie ein Saiyajin. Sein Fanatismusname in dem Real Life ziemlich ein. Also murmelte der Detektiv Conan Like in seine Fliege rein. Trotz Akzent wolltest du schon immer im Debattierclub sein. Bist kein Obsthändler, aber schön auf Telegram und Badin verteilen. Keiner erkennt den Jungen aus der Klo-Kabine, nein. Dein Wortschatz wuchs, auf einmal warst du nicht bloß ein Hänger. Nein, Hanau seit
alternativer Dichter und Denker. So wie Goethe, nur ein bisschen beschränkter. Reim ist klar, aber Punchjock. Keine Angst, liebe Crowd, ich kann's doch. Nur weil deine Mutter fast erschossen wurde, bist du nicht Van Gogh. Junge, ich schick dich nach dem dritten Part ins Koma. Rapper und Maler heißt intellektueller Arbeitsloser. Yes. Du bist eine Randnotiz, so wie damals diese Condoleezza Rice. In Runde 3 reden wir über dein Standing hier im Kreis. Du bettelst nicht für Fame. Willst du einmal ohne Kostüm in den VIP-Bereich? Denkst dir. Ich komm nach oben, fick den Rolling ganz schnell. Wenn, dann kommst du nur durch Lutschen hoch. Wie damals bei Bill, diese Monika L. Yeah! Habt ihr Bock auf beide dritten Runden, die jetzt auch kommen? Yeah! Alles klar. Champagne, let's go. Du hast recht, ja. Ich bin Rumäne. Und ab und an mal, da rolle ich das R. Schon okay. Du bist nicht 50 Cent, aber Rolling G rollt das G? G? Was laberst du, Spaß? Willst du uns sagen, du bist mit einem Rad im Knast? Warum G? Weil du lebenslänglich sitzt? Oder vielleicht doch, weil du mit selbstironischen Namen jedes Hemd zerrippst? Ich habe recherchiert. Ich hielt mich extra von Insta fern. Ich wollte was Neues bringen. Ich fand auf Tinder mehr. Sein Dating-Profil, Sergio Gramos. Ich laufe keiner Frau hinterher. So, wir haben es inzwischen alle verstanden. Ironischerweise ist deine Selbstironie dein Running Gag. Fast so ironisch, wie dass ein G in deinem Namen steckt. Du sagst in deinem zweiten Part gegen Faith MC, er macht seine Behinderung zur Persönlichkeit. Und das kritisierst du komplett. Die Runde hätte nur ein bisschen mehr geballert, hättest du sie gegen den Spiegel gerappt. Du selbst nutzt deinen Zustand in jedem Battle für Punchlines als Gimmicks. Wenn dich jemand darauf ansprichst, sagst du, wenigstens hab ich ein Image. Du reduzierst dich selbst auf den Stuhl. Jede witzige Line von dir steht und fällt mit dem Stuhl. Jede Emotion, lustig bist du auch nur mit Stuhl. Ich dreh dir einen Strick draus und schubst dich vom Stuhl. Du sagst mehrfach, du bist erst zufrieden, wenn sie die Behinderung nicht mehr sehen, verdammt. Doch es gibt kein Battle, wo du sie selbst nicht zum Thema machst. Der Crowd kommen gleich die Tränen. Du hast in deinem Leben selten Sonnenschein gesehen. Immer die gleiche Story, denn du hast sonst nichts zu erzählen. Spiel uns nichts vor, du sitzt fest in der Rolle deines Lebens. Yes. Mach mal Lärm! Yeah. Guck mal, dass du dich für gute Dinge einsetzt, steht nicht zur Debatte. Doch deine alteingesessene Art steht dir längst nicht mehr platte. Du bist so viel mehr als deine Behinderung. Nimm dir deinen eigenen Rat zu Herzen. Rap mehr und heul weniger rum. Time. Ja, yeah. Die letzte Runde des Abends von Rolling G. Let's go. Ich würde jetzt was kontern, aber was soll ich kontern, Bruder? Finale und du Fotze gehst drauf. Finde ich einen TikTok-Clip vom Battle, schwöre ich. Ich rotz dir ins Maul. Was, Battle? Halt mal lieber die Schnauze. Wenn man dich gegen Saloon so acten sieht, denkt man, die T telefoniert kurz nach Hause. Ja, Bro, Battle für PPV-Code, richtig nice. Du optischer Hybrid aus Drop Dynamic und Mr. White. So wie du aussiehst, battlest du nicht. Du hältst dich für eine Performance von Elvis besten Hits bereit. Ist das Acting oder übst du eine Choreografie, mein Bruder? Menschen wie du trinken Whiteberry Lillet und tanzen zu Nina Schuber. Du androgyner Loser, willst dir keinen klatschen. Menschen wie du haben von beiden Geschlechtern Eigenschaften. Drohst also, dass du Rolling House? Homeboy neben dir sieht sogar der Waschbär in deinem Feed bedrohlich aus. Aber der Bro setzt auf J-Stone einen drauf. Dicker, wenn du sagst, du schubst mich aus dem Stuhl, hilfst du mir 2 Sekunden später wieder hoch, du Lauch. Mal abgesehen davon schaffst du das anatomisch kaum. Nach 15 Battles könnte man denken, du hast kapiert. Anstatt Schminkbars zu kicken, sagst du, dass die Foundation von Zylons Ego auf Puder basiert. Schreibst zu kompliziert. King of Pain Game, nee, verdammt. Was bringt dir ein schlauer Text, wenn ihn keiner lesen kann? Guck dir im Kreis die Charaktere an. Goini ist der Beweis, dass man mit viel Kraft alles bewegen kann. Kara zerlegt Onbeat und im Kreis jeden Kampf. Jeden Punk. Für Steini ist Battle Rap so eine Sidequest. Bei Hiro hat man das Gefühl, dass er sein Herz in jede Line steckt. Viele finden Shit so vielleicht wack, aber Bruder, ich weiß, dass du Battle Rap seit Tag einstellst. Der Unterschied ist, du schreibst Text, aber die und ich bleiben echt.
Du quatschst einfach viel. Bist wie meine Reifen im Winter, hast kein Profil. Egal wie grenzenlos, du hast keine Chance. Du förderst Schulversion von Hiding John. 15 Battles, trotzdem gibt keiner Fick. Ich hab ne Frage, bevor er weiterspricht. Wer bist du eigentlich? Will kein Bastard wissen. Die nächste Location, in der ich ficke, wird danach abgerissen. Komm vorbei, ich werd live klatschen. Das war's von mir, frohe Weihnachten. Yeah! Hey, schönes Battle. Hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Ich fand die erste Runde relativ klar bei Jupain. Die dritte Runde fand ich relativ klar bei dir. Die zweite Runde fand ich relativ ausgeglichen. Allerdings habe ich da schon eine Tendenz zu Jupain gesehen. Und ich fand, Jupain hat im Großen und Ganzen Bruder geschrieben. Und genau, ich gebe es relativ knapp an Jupain. Ja. Yes, 1-0 für Jupain. Nächster Judge. Hallo. Yes, also ich fand die erste Runde auch relativ ausgeglichen und ich fand, Jupain hat da wirklich die besten Bars, die er gegen Rolling G geschrieben hat, verpackt. Fand ich richtig stark. Ja, ab der zweiten fand ich halt, hattest du sehr viele Blindgänger. Ich fand halt, die gingen sehr unter, auch unter der Crowd. Und Rolling G hat eine richtig starke Runde gekickt. Deswegen finde ich, die zweite geht an, auf jeden Fall an dich. Und bei der dritten war es dann halt leider auch zu unsicher und Rolling G hat richtig überzeugt, er hat eine Killer letzte Runde geschrieben, deswegen gebe ich es knapp an Rolling G. Yeah! Yeah! 1-1, ein Draw stand jetzt. Wer ist der Nächste? Nastic. So, erstmal geiles Battle, die erste gebe ich an dich. Ich fand den Abschluss auch richtig geil mit dem laufenden Meter und da waren generell lustige Lines drin. Und bei dir fand ich es mit Haha Huhu ganz cool, weil es hat auch gut gepasst auch damit. Zweite gebe ich an dich. Warum nochmal? Genau. Die Anime-Sachen von dem, was ich verstanden habe, fand ich ganz witzig. Und bei dir fand ich den Ansatz mit der Bahn cool, aber ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Deswegen jetzt 1-1. Und die letzte Runde gebe ich an dich, weil du sicherer warst. Ich fand, ihr wart beide lustig. Bei dir fand ich das Gegennamen geil. Running Gag war auch cool. Und Choke war halt ein bisschen schade. Du bist noch reingekommen, aber deswegen geht's für mich an Rolling G. Yeah! 2-1 an Rolling G. Geiler Pulli. Wer ist der nächste Judge? Yeah, great. Sorry, Fate. Genau. Oh, okay. Ich fand's, war ein richtig geiles Match, also richtig geiles Main-Match, muss ich echt sagen. Ich fand's die ganze Zeit eigentlich ausgeglichen. Ich war entertained die ganze Zeit. In der dritten Runde bist du dann gefühlt ein bisschen tiefer gegangen. Und keine Ahnung, ob das dann Choke war, diese paar Sekunden, weiß ich nicht. Deshalb würde ich es wirklich mini, ganz knapp an dich geben. So. Yes. Ja. Yes. Damit steht 2-2. Fate entscheidet das Match. Das ist hart, Alter. Ey, macht mal Lärm für beide. Ich finde, es war ein nice. Yeah. Ich finde, es war ultra eng. Also ich habe jetzt auch noch wirklich lange überlegt, an wen ich es geben würde. Ich fand erste war auch relativ klar bei dir. Da haben wirklich bei dir ein paar Sachen nicht ganz so gezündet, obwohl so Stehlampe ultra lustig war, so du rappst Gegenstände an. ich fand zweite auch, dass du mit diesem Echo-Ding nicht so richtig auf den Punkt gekommen bist. Also irgendwie hat da noch so eine Punchline gefehlt dafür, dass du ihm so viel Zeit gegeben hast. Und da fand ich den Anfang von der Runde bei dir richtig krass, wo du so angefangen hast, ein bisschen dieses Szenario zu erzählen oder diese Geschichte oder auch so ein bisschen mehr Bilder gemalt hast und auch dieses, hier, Mama hat so gekocht, ich kann nichts so dafür. Das war echt nice, deswegen fand ich die ziemlich klar bei dir. Und in der dritten fand ich es am closesten und du hattest den Joke. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass so dein Engel mich ein bisschen mehr abgeholt hat mit dem du reduzierst dich selbst auf eine Rolle oder so. Ich müsste mir nochmal ein Video anschauen und dieser Vorwurf, so, du bist profillos, ich habe das Gefühl, das mag manchmal stimmen, aber es ist irgendwie manchmal so ein bisschen unbefriedigender, weil man das oft irgendwie hört oder bringen kann. Ich habe das Gefühl, hättest du in der zweiten so mehr bei diesem Szenario noch mehr drauf gemacht, irgendwie hast du das dann so fallen lassen und die Zeilen, die danach kamen, haben nicht mehr so gezündet. Hättest du das noch so ein bisschen ausgebaut, hätte ich es richtig krass gefunden. Und ich glaube, so geht es für mich aber so knapp an Jupain. Aber nice von euch beiden, Alter. Damit haben wir den Gewinner, 2-2 an Jupain, aber ich glaube, so knapp wie das Ergebnis ist, war das Battle dann auch tatsächlich. Deswegen macht noch einmal Lärm für Rolling G! Yeah. Gewinner dieses Matches, Jupain! Yeah. Schon wieder Voice Crack bei seinem Namen, keine Ahnung. Diltili, das war Day One, wir sind raus! Yeah.